Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Torchlight 2. Ich hab gleich verkackt, denn eigentlich, ja, ich bin... So, Handy. Ich mach das jetzt hier mal so, ne? Und dann, obwohl eigentlich hörst du aufs Handy. Ja. Und zwar hatte ich Folgendes geplant. Ihr seht schon, ich wollte euch mal zeigen, ich habe gerade meinen zweiten Charakter eingelegt, das ist der Berserker. Wir spielen natürlich weiter mit unserem Let's Play Charakter. Warum ich jetzt hier gestartet habe, eigentlich nur, um einen klaren Kopf zu haben. Keine Ahnung warum. Ich fange jetzt einfach mal hier an. So, sind wir da. Ja. Ihr seht schon, ich habe eine Webcam diesmal dabei. Das hat einige Gründe. Ich habe momentan ja ein wenig Zeit. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo war man denn beim letzten Mal. Geht gleich los mit erklären. Wo war man denn beim letzten Mal? Ah, warte, ich angle einfach mal ganz kurz, dann kann ich das erklären. Ich habe ja momentan ein wenig Zeit. Ich habe zwar viele Let's Plays, aber dadurch, dass ich momentan weder League of Legends noch sonst irgendwas spiele, ist es zeitlich gesehen momentan ein bisschen sehr gut bei mir. Ich muss jetzt hier runter gucken und gleichzeitig in die Kamera gucken. Ja, mit Glück anfangen wir morgen den Goldfisch. demnach habe ich jetzt momentan so ein bisschen rumgetestet und, oder Rumtesting-Versuche gemacht, was man dann alles machen kann und so. Und da ist jetzt der Zweitkanal entstanden, logischerweise. Da ist jetzt auch der die Webcam-Aufnahmen entstehen jetzt langsam wieder, um einfach mal die Webcam-Aufnahmen zu testen. Schakalborsch, okay. Und nebenbei habe ich mir jetzt gedacht, okay, gut, wenn du jetzt mit Webcam-Aufnahmen machst, dann solltest du dir vielleicht eine bessere Kamera kaufen. Die Kamera, die ich habe, hat 5 Euro gekostet. Ne? Und die hatte eigentlich eine recht gute Qualität, aber Mist. Entspricht nicht ganz dem, was ich haben wollte. Demnach bin ich heute in den Laden gegangen. Ne? Ich bin heute in den Laden gegangen und habe mir eine neue Kamera geholt. Für 20 Euro. Geschaut, okay, sieht alles super aus, hat eine LED-Beleuchtung. Da super 1200 mal 720 Pixel Aufnahme, klingt famos. Habt ihr mir gekauft und wisst ihr, wofür die Kamera mittlerweile dient? Als Stütze für meine andere Kamera. Alter, das muss ich mir vorstellen. Ich kaufe mir eine Kamera für 20 Euro, ne? Und die hat nicht mal ein Viertel der Qualität, die Kamera hat, die ich 5 Euro gekauft habe. Wo ist da der Sinn? Wo ist da der Sinn, frage ich euch. Tja, ich angle jetzt noch einmal, dann gehen wir los. So. Das an sich war eigentlich alles, was ich klären wollte gerade, was ich euch erklären wollte. Und ich werde bestimmt Minecraft-Let's Play nochmal eingeben, weil es ist ein Quatsch-Let's Play. Ja, und ich dachte mir einfach, wir machen jetzt mal eine, ich brauche euch gar nicht laufen, ich kann eigentlich TP'en. Wir machen jetzt einfach mal so eine Aufnahme. Oder ein paar Aufnahmen mit Webcam. Hallo? Big Brother. Achso. Wir machen einfach mal ein paar Aufnahmen mit Webcam. Ich werde die Aufnahmen jetzt auch zerstückeln. Also, huh, was ist denn jetzt passiert? Ich hoffe, das wirkt sich jetzt nicht nachteilig auf das Spiel aus. So, jetzt. Ich werde die Aufnahmen dann auch zerstückeln. Also, ich mache 15 bis 20 Minuten Parts. Ich versuche es zumindest. Ich habe ja gerade auf die Uhr geschaut. Und, mal gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, werde ich es wieder zerschneiden und anders machen irgendwie. Ledermütze. Ja, jetzt muss ich aber ganz kurz probieren hier. Wir haben hier, okay. Warum liegen hier so viele Dinge? Wir haben da alles aufgesammelt. Das ist der Feuerball, da würde ich mal gucken, weil ich will mal ganz kurz gucken, wie was für eine Reichweite der hat, wenn ich vom Stein aus. Ganz gut eigentlich. Dann haben wir den, dann haben wir den, der nochmal zerspringt. Dann haben wir den Kobold und dann haben wir diese Eisflammen irgendwas. Wir gehen jetzt mal hier hoch und testen mal, ob wir hier oben weiterkommen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, ob wir hier jetzt schon waren. Wachtwaldtempel betreten. Flüsterhöhle. Nee, hier waren wir noch nicht. Oh, die Katze. Was wollte ich sagen? Ih, was ist das? Oh nein, nicht die. Euer Begleiter ist verwundet. Nicht die, oh nee. Ja. Euer Begleiter ist. Jetzt sind wir hier mit diesen komischen Never-Viechern. Ist das eklig. Alter. Ich brauche mehr Mana. Sterbt!
Oh, jetzt sind wir bei diesen komischen Nerven. Das ist unschön. Ich weiß nicht, ob ich genau, ob das hier das passende Display ist, um in die Kamera zu gucken ständig. Alter, okay, das merke ich mir. Okay. Ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht in diese Viecher reinlaufe. Weil wenn ich in der Höhle bin, macht sich das ganz schlecht mit dem Erklären. Okay. Was war das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Das wird mir bestimmt öfters passieren, dass ich irgendwas noch nie gesehen habe, aber... Es ist mir nur aufgefallen, dass ich noch nie gesehen habe, deswegen... Hä? Ihr seid hinüber. Das war ein Schwert oder sowas. Verfluchtes Schwert. Okay. Oh, mach mal ruhig. Das war die Kamera am Bild, ich hoffe, das hat man nicht gesehen. Ich spiel mal. Ach ja, ich muss noch ein paar Dinge erklären. Das ist ein bisschen kritisch gerade. Ist ein bisschen kritisch gerade, weil, also ich spiele momentan im Fenstermodus das Spiel, weil ich die Webcam sehen wollte. Ich möchte es mal ausprobieren und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich das wieder ohne Webcam machen. Dann werde ich das ohne Webcam machen, dann werde ich das wieder so machen, dass ich die Webcam nicht sehe. Ich will das mal ausprobieren, ob das qualitätsmäßig da irgendwie Probleme geben sollte. Ich glaube es nicht, aber, ja, wie gesagt. Wow, was heißt wie gesagt? Ich habe noch nichts gesagt. Natürlich habe ich nicht getroffen. Doch, habe ich. Okay. Nein, hä, wieso? Irgendwie reagiert er gerade ein bisschen spärlich. Habe ich ihn getroffen? Du sackst, Junge! Keiner kann nicht leiden. Wirklich weh. Das ist schön, dass das wirklich weh tut. Ja! Hab ich? Komm schon! Stirb jetzt! Ja, geht doch. War das so schwer? Ich glaube nicht. So, dann sagen wir mal den ganzen Spaß hier mal auf. Was hat er bewacht? Der verlorene Schlüssel. Was auch immer meine Aufgabe war, aber ich habe sie erledigt. Das ist toll. War's das? Das war's? Wow, ist die spannendste Höhle, die ich in meinem ganzen Leben hier gesehen habe. Ja, dann geh mal wieder raus. So. Da hätte man das geschafft. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Ich hätte gern gelevelt dabei, aber anscheinend nicht. Ja, wie gesagt, wir spielen im Fenstermodus. Wir spielen mit Webcam. Was ist hier? Ach ja, das ist der Aufgabengeber gewesen. Ach ja, die waren's. Ich heiße euch willkommen. Das ist es. Das goldene Zahnrad. Ich danke euch im Namen des Volkes von Seraphi. Das könnte der Kampf schon... Was? Das könnte den Kampf schon zu unseren Gunsten entschieden haben. Ich kann euch nur dies hier als Bezahlung anbieten. Aber wenn ihr je... Wer denkt sich diese Namen aus? Aber wenn ihr je in Seraphi seid, kommt zu mir und ich gebe euch eine angemessene Belohnung. Gesundheit. ...16 Körperschaden. Die komischen... Flussfahrerwaffe. Nee. Geziefermarke, 16 Elektro. Die sind irgendwie alle nicht so cool, ne? Ich nehme jetzt einfach meine Geziefermarke mit. Und da haben wir Ruhm erhalten. Und dann gehen wir mal zum nächsten Queste. Da müssen wir, glaube ich... Hier lang, gell? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier ist richtig.
Glutstein-Risminen-Eingang betreten. Hier ist doch nicht ganz richtig. Also es war schon mal nicht falsch, aber es war auch nicht richtig. Wir müssen nämlich da ganz runter. Und ich glaube, in der Höhle waren wir auch schon mal. Das kann, glaube ich, nämlich war... Und dann war da... Weil wegen und deshalb... Ihr wisst schon. Ach, guck mal, hier waren wir auch noch nie. Jetzt waren wir hier. Toll. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir ja versucht... Jetzt mal müssen wir aufs Spiel eingehen. Beim letzten Mal haben wir ja versucht... herauszufinden, warum dieser, wer auch immer der hieß, verrückt geworden ist, und der hat halt versucht, einen Heilmittel zu finden, oder der hat versucht, die Krankheit zu beseitigen, nur leider halt mit den falschen Mitteln. Ich würde mich da auch daneben stellen, das ist eine gute Idee. Wie ich da einfach mal alle geohnt habe. Also gucken, wie stark die hier sind. Ich brauche mehr Mana. Ach, das waren die Bombenfutzis. Ha! Mana. Da war ja was. Ich hasse diese Viecher. Ich brauche mehr Mana. Hilfe! Stirb, 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 stirb. Ich glaube, das ist so die beste Variante zusammen mit der Feuerkugel. Eine Falle. Wenn es um sowas geht wie solche Riesenhaufen. Stopp doch einfach mal! So. Ah, die kann man Nee, kann man nicht. Ich dachte, man kann die komplett zerschießen. Für Leben habe ich? Okay, One-Shot-Kätzchen macht das richtig. Mal gucken, was funktioniert. Genug Mana. Läuft super eigentlich. Ich würde mir gerade mal den Nekromanten beschwören, oder wie das Vieh heißt. Ach, Kaputtzünder. Der macht auch ganz gut Damage, aber ich glaube, ich muss ihn gerade... bisschen rennen. Ja, ja, Stufenaufstieg ist wunderschön. Wir waren hier doch aber hundertprozentig schon mal. Wir haben das doch hundertprozentig schon mal alles durchgemacht. Ich kenne die Gegend hier doch. Lolololo. So, der wäre auch tot. Ah. Was ist denn? Ich habe weniger Mana. Hilfe, Hilfe! Ich brauche mehr Mana. Ja, ja, du brauchst mehr Mana. Stirb doch, bitte. So. Hat der Goblin-Hexer das gerade beschwört, oder was? Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Ja. Ich brauche mehr Mana. Der geht mir ganz schön auf den Sack, der Typ, muss ich nochmal sagen, ne? Also ist er jetzt nicht so, dass der mir irgendwie Spaß macht. Ich habe nicht genug Mana. Und ob du genug Mana hast, ich hab dir gerade einen Mana dran gegeben. So. Die machen wir von hier oben blatt. Das ist auch kein Problem. Aber warum sagt er das eigentlich manchmal auf Deutsch und manchmal auf Englisch? Das verstehe ich nicht ganz, aber na gut. So, dann gehen wir mal hier runter. Ich schluck mal einen Heiltrank. Nur so zur Vorsicht. Ich bin nicht Mana.
Und ob du genug Mana hast. So, siehst du das, wie viel Mana du hast? Lalalalalala, Mana, Mana. Ich mag das Spiel. La. So, du auch noch. Wir waren ja auf jeden Fall hundertprozentig. Aber wir haben es glaube ich nicht geschafft, deswegen ist das Spiel irgendwie, keine Ahnung, hat es wahrscheinlich resettet oder sowas. Bisschen wie Spieler sind kaputter Zünder. Aber wo wir den kaputten Zünder herbekommen, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge, denn für heute ist die Zeit leider rum. Also, bis zum nächsten Mal. Adios. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe vergessen, in der ersten Folge die Webcam anzumachen. Ich bin super schlau. Also die erste Folge ohne Webcam noch.